Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch die neue Methode für den C4 Glitch Spot im Wohnzimmer zeigen. So, weil viele von euch meinten ja, dass sie bei dem alten Video, was ich hochgeladen habe, immer wieder Damage vom Zombie bekommen und dass das nicht klappt und alles. Bei dieser Methode, Leute, kriegt ihr auf jeden Fall hundertprozentig gar kein Damage und der Megaton spawnt hier nicht so wie bei der anderen Methode. Und solange ihr den Strom auslässt, kommen auch keine Hunde, die euch schaden können. Natürlich braucht ihr auch wieder für diesen Spot die Schnellwiederbelebung und den Juggernaut, Leute. Falls ihr euch fragt, wie bekomme ich das denn ohne den Strom einzuschalten, lauft einfach den Weg, den ich jetzt laufe, kauft dann am Ende hier diese Wand auf und ihr befindet euch nun am Teich, Leute. Da vorne habt ihr auch schon den Perkautomaten. Kauft euch dann die Schnellwiederbelebung, Leute. Und sobald ihr euch das gekauft habt, dann läuft ihr einfach hier rechts entlang durch den Tunnel, weil ihr braucht ja auch noch Juggernaut. So, dann läuft ihr einfach hier entlang bis zum Ende durch und kauft die Wand dort auf und ihr könnt auch Juggernaut holen. Wenn ihr euch dann alles geholt habt, Leute, dann geht zurück ins Wohnzimmer hier in diese Ecke. So, was ihr jetzt nun machen müsst, ihr geht einmal in die Ecke, Leute. Ich töte kurz die Zombies. Ihr geht einmal in die Ecke, duckt euch und sobald ihr ein kleines Stück hoch geht, ja, so wie hier, legt ihr euch hin. Nun kriecht hoch, Leute. Ihr werdet hier aber einmal stehen bleiben, dann macht einmal Pause und kriecht weiter, bis ihr nicht mehr weiter kriechen könnt. An dieser Position werden sich die Zombies unter euch sammeln und euch nicht mehr treffen. Ihr könnt hier den C4-Glitch usen oder den Energieminen-Glitch. Ich benutze hier den Energieminen-Glitch, Leute, weil der ist einfach, der macht einfach viel mehr Schaden. Und C4 benutze ich halt dann nur, wenn ich zum Beispiel durch die zweite Explosion die Mine nicht aufgeladen habe, um die Mine wieder aufzuladen. Noch ein kleiner Tipp, Leute, falls Instakill aktiv ist, dann lädt sich eure Mine nicht auf. Also falls ihr die Mine wirft und nur eine Ladung habt und die zweite wollt, dann seht ihr, ich töte die mit C4 und es lädt sich einfach nicht auf. Also hier müsst ihr am besten warten, bis Instakill abgelaufen ist oder mit eurem C4 spielen. So, für alle Leute, die sich fragen, ob man hier seinen Raketenwerfer leveln kann, das geht leider nicht, weil wie ihr seht, sobald ihr schießt, dann schleudert es euch nach unten und ihr seid wieder auf dem Boden, Leute. So, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Leute, ihr könnt mir gerne über Discord schreiben, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch nach Mitspielern suchen oder falls ihr Fragen habt, einfach reinschreiben, Leute. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.